Hallo, hallo, herzlich willkommen. Es freut mich ganz, ganz riesig, dass wir hier in einer kleinen Gruppe neu starten, unser außergewöhnliches Leben zu kreieren. Und es ist so, so wichtig, ich habe es in einem Post geschrieben, den ich oben anpinne. Wenn ihr diese Gruppe als Raum betrachtet, als Gemeinschaft, als Community, wo ihr eure Fragen stellt, wo ihr schreibt, wo ihr oder sagt oder Videos macht, wo ihr gerade seid, wo ihr gerade angekommen seid, wo ihr eure Erfolge teilt, wo ihr eure Erkenntnisse teilt. Das wäre grandios und extrem hilfreich. Hier geht es nicht darum, irgendwie zu meinen, ich darf nicht sagen, weil es ist die Gruppe von der Patricia. Selbstverständlich ist es nicht gemeint und es steht auch in den Gruppenregeln, dass du hier deine eigenen Angebote promotest, aber du darfst dich promoten. Du darfst dich promoten, wer du wirklich bist, was dich wirklich bewegt, was dich wirklich ausmacht. All deine Facetten von dir darfst du darstellen. So wie es dir gefällt und so wie du es großartig findest. Und es ist wichtig, dass du das tust. Es ist so, so wichtig. Und wenn du jemand bist, der schon in einem Programm mit mir war, da weißt du auch, wie wichtig das ist, sich mitzuteilen. Weil mitteilen hat nichts mit den anderen zu tun. Mitteilen hat nur immer mit dir selbst zu tun. Mitteilen ist eine Selbstreflexion. Mitteilen ist das, wofür du hier bist, um dich zu teilen, um dich zu zeigen, um dich zu dokumentieren. Mitteilen heißt nichts anderes, als dich zu manifestieren. Und wenn du das bewusst tust, dann hast du den Vorteil, dass das, was du durch dich hindurch manifestierst, von dir absolut ausgesucht und auserlesen ist. Wenn du dich selber ins allerbeste Licht stellst, dann wird dich das Leben ins allerbeste Licht stellen. Und das Leben wird gezeigt von allen Menschen, Mitbewohnern, allen Tieren, allen Pflanzen, allen Lebewesen, allen Autos, allen Sachen, allen Dingen. Du kreierst alles. Und jetzt ist es an der Zeit, dass du in dieses Führerhaus, in diesen Führerstuhl eintrittst, aufhörst, dich irgendwo zu verstecken, nicht gut genug zu fühlen oder irgendeine Sühne, eine Schuld oder irgendeine Buße noch zu tun. It's over. Das brauchen wir nicht mehr. Das ist altes Paradigm. Das ist alter Bullshit. Das sind alte Lügen der Unterdrückung, damit du nicht weißt und damit du nicht erfährst, wer du wirklich bist. Und dass du das mehr und mehr erfährst, dafür sind wir hier. Dafür sind wir hier in dieser kostenfreien Gruppe von mir, die zum Austausch, zur Inspiration, zum Teilen von mir, von meinen Sachen, von meiner Reise gedacht ist und genauso von deiner Reise. Hier geht es um die Community. Und ich möchte, dass das hier aktiv ist. Ich möchte, dass unsere Community lebt. Ich möchte, dass unsere Community bebt. Ich möchte, dass unsere Community Leading Edge ist. So wie Abraham Hicks es immer sagt, vorausgeht, ganz weit vorne ist, während die anderen sich noch in alten Paradigmen rumwühlen, dass wir vorne sind, dass wir den Durchblick haben, dass wir die Wahrheit haben, das Wahrhaftige, die Klarheit haben über das, wer wir wirklich sind. Und hier geht es nicht darum, keine Fehler zu machen. Hier geht es nicht darum, irgendwann mal in einen menschlichen Meltdown zu kommen, sondern hier geht es darum, sich selber wieder auszurichten, nach vorne zu bringen und neu entwickeln, immer wieder neu zu machen, neu zu machen, neu zu machen. Und dieser Platz, diese Gruppe soll uns diesen Raum dafür geben. Und ich freue mich, wir sind hier, ich bin neu gestartet, wir sind neu gestartet. Ich habe über 3.700 oder 600 Leute zurückgelassen in meiner alten Gruppe, weil ich hier in einer neuen Energie starten möchte, weil ich hier die Leute dabei haben möchte, die es ernst meinen.
Auch werde ich natürlich meine Angebote, meine Programme hier promoten und euch wissen zu lassen, wie ihr enger und intensiver mit mir arbeiten könnt, um auch Zeit zu sparen, um tiefer zu gehen, um diese Transformation voranzubringen. Das ist das eine. Und das andere ist einfach, dass es so, so wunderbar ist, wenn man einen Cheerleader wirklich an seiner Seite hat. Und das möchte ich sein. Ich möchte dein Cheerleader sein. Ich möchte der Cheerleader dieser Gruppe sein. Aber nicht in dieser Gruppe möchte ich nicht der alleinige Cheerleader sein. Ich möchte, dass wir eine Gruppe von Cheerleadern sind. Darum geht es mir. Und selbstverständlich geht es hier darum, richtig Fett anzugeben. Und zwar nicht aus einer hochnäsigen, überheblichen Position heraus, sondern ich gebe an, was bei mir gerade läuft. Ich informiere, ja, angeben. Das ist voll daneben, dieses Wort. Ich kann überhaupt nicht angeben. Ich kann nur angeben, wenn ich Scheiße erzähle, wenn ich Lügen erzähle, wenn ich nicht wahrhaftig bin, wenn ich so tue, als ob, dann tue ich angeben. Aber wenn ich aus mir heraus erzähle, was ich Wahrhaftiges hier erschaffen habe oder wo ich als unwahrhaftiger Mensch hier noch anstehe und die Transformation noch nicht hingekriegt habe. Darum geht's. Und ich freue mich riesig, dass ich den Mut gehabt habe, einfach zu sagen, nö, Ende des Jahres ist die andere Gruppe geschlossen. Da kommt nichts mehr. Und da geht es jetzt wirklich darum, dass die Leute das noch mitkriegen in der neuen Gruppe. Und ich werde dieses Video auch noch in der alten Gruppe in Divine Creation posten, damit jeder weiß, was ihn erwartet in der neuen Gruppe. Und ich möchte euch hier an dieser Stelle schon mal bitten, stellt euch doch vor, bitte sagt, wer ihr seid, versteckt euch nicht, stellt euch ins Rampenlicht, sagt genau, was ihr wollt, sagt genau, was euch antreibt, sagt genau, ganz genau, je genauer du weißt, was du möchtest, desto genauer kannst du es auch bekommen. Wenn du es dir aber nicht traust, nicht mal auszusprechen, dass du vielleicht Millionärin, Multimillionärin werden willst, dass du auf dem Weg bist, die Welt zu verändern, dass du auf dem Weg bist, dich zu manifestieren in dieser Welt, dich zu zeigen, Manifest ist ein Zeugnis. Das ist manifestieren. Und wie willst du Zeugnis? Wie willst du dich manifestieren, wenn du dich nicht zeigen kannst? Und du dich versteckst? Das geht nicht. Das sind zwei Dinge, die sich widersprechen. Und in dem Moment, wo du bereit bist, dich zu zeigen und zu sagen, hallo Welt, hier bin ich. Hallo, mein Reich, komme. Mein Reich ist hier. Mein Reich darf sich entwickeln. Ja? Das ist alles so gedacht für uns. Mein Reich komme, mein Wille geschehe. Geheiligt werde mein Name. Geheiligt, weißt du, was das bedeutet? Heil sein. Heil, mein Name, ich, mein Sein wird jetzt heil sein. Es ist alles ganz anders gedacht, als uns es beigebracht worden ist in Religion und Kirche und Gesellschaft. Es ist alles so erhaben, so schön, so frei, so luftig gedacht für uns, dieses Leben. Und wir dürfen diese Schwere ablegen, wir dürfen all diese Beschwerden ablegen, wir dürfen all das, was nicht gedacht ist, was nicht für uns gedacht ist, ablegen. Und das ist ein Prozess. Und diesen Prozess beginnen wir hier. Diese Gruppe steht im Namen deiner Divine Design Reise. Deiner Reise von diesem Mensch, von dieser konditionierten Vorstellung, die du hast von dir und von dem Leben und von den anderen Menschen, dorthin zu bringen, dass du weißt, dass die Göttlichkeit, die göttliche bedingungslose Liebe sich durch dich manifestieren möchte und dass du weißt, wie das aussieht, dass du weißt, wie du dann denkst, wenn du das tust, dass du weißt, wie sich das anfühlt, wenn du das tust und vor allem, dass du weißt, dass nichts und niemand
dich davon aufhalten kann. Dass nichts von dem, was jemals war, von nichts von dem, was du jemals gedacht und geglaubt hast, dass nichts von irgendetwas irgendeinen Einfluss hat auf das, was du jetzt willst, machst und tust und dir erlaubst. Du bist jeden Moment frei, frei zu entscheiden. Und keine der Manifestationen aus deiner Vergangenheit darf dir als Gefängnis dienen, um nicht dein außergewöhnliches Leben hier zu manifestieren und auf Erden zu bringen. Ja, heute ist der 26. Dezember 2021, Weihnachten. Und ich möchte euch jeden Tag ein Video hier schenken, um euch bis zum Ende des Jahres zu helfen, Dinge loszulassen. Alte Paradigmen loszulassen, Dinge loszulassen, die nicht mehr dienlich sind, Schmerzen loszulassen, Ängste loszulassen. Alles das darf in 2021 bleiben. Wir brauchen das nicht mehr. Alles, was du nicht mehr brauchst, kannst du zurücklassen. Und es wäre so, so wunderbar, wenn du dich trauen würdest, ein Video zu machen hier in dieser Gruppe. Oder falls du noch nicht in dieser Gruppe bist und von der alten Gruppe gerade reinwechselst, mach ein Video, stell dich vor, sage, was du zurücklässt und sage, was du manifestierst. Sage es. Dein Wort ist Kraft und Macht. Also, trau dich. Trau dich zu wollen, trau dich zu sein. Trau dich zu zeigen, trau dich zu dokumentieren, trau dich, deine Wahrheit zu sprechen. Trau dich, der Mensch hier auf Erden zu sein, für den du geboren bist zu sein. Ganz, ganz viel Liebe für dich, ganz, ganz viel Liebe für uns alle. Let's go, let's be it. Eigentlich heißt es ja, let's do it. Aber ich sage, let's be it. Also, ich komme morgen wieder mit einem neuen Video zum Loslassen, im alten Jahr zum Zurücklassen, zum Neuwerden, zum Neustart. In diesem Sinne, bis morgen. Genießt euren zweiten Weihnachtsfeiertag und be happy. Bis dann. Tschüss.